So, ich sehe sie schon rendern, ganz hinten im Hintergrund rendert schon so langsam ein Gebäude. Liegt auch mal extra langsam an. Ja, Jawohl. ich schwing mal kurz in der Zeit den Hammer. Den Hammer. Ach ja, den Hammer. Das geht mit dem Gerät. Warte, zwischendurch. Ja, Ja, easy. mein Zack. Flugviech hat ja irgendwelche Anfälle zwischendurch, aber es geht mit dem Gelecke, also. Dafür, dass ich nur eine uralte Konsole habe, die unendlich viele Betriebsstunden runter ist, hat So, und die vor eigentlich mal wieder drei, eine Wartung nötig hat. zwei, eins. Ich weiß nicht, also es geht. Keine Probleme. Ja, Das wenn es da erstmal rennt jemand. geladen hat, geht's auch eigentlich. Ja, aber im Großen und Ganzen auch beim Anfliegen, wenn ich weiß, da ist eine Base, und dann. Es hat eben einen kurzen Rucker gegeben von einer Sekunde, aber danach ging es wieder. Den habe ich aber auch, wenn ich bei mir an der Base anfliege. So, frag mal hier. Irgendwo. Da. Ja, oh, hier in der Mitte. Ich würde sagen, wir gehen das Ding einmal so durch und dann kann ich dir das nochmal. Ja, Oh, ich jetzt frag kriege ich komplett was. Nachrichten mit Bro, WTF. Interessant. Was? Ja, ups, Alter. Apropos. Ich vergesse gerade, dass ich wieder versehentlich aus dem Chat rausgegangen bin. Entschuldigung. So, kann ich hier mal mein habe ich wieder Platz geschaffen. Yay. Ich habe So, Ordnung. können wir mal hinten anfangen, wo der Teleporter ist. So, jetzt da hätte ich ja eh Gut, dass ich angefangen. mir die Base so meide die ganze Zeit. Ich bin auch so sehr, ja. So, ich habe so mal versucht, ich habe ja vorher mal im Wald gebaut und hatte irgendwie Ja. den Wald satt. Deswegen bin ich, glaube ich, der Einzige, der hier wirklich auf der Seite groß baut. Gefühlt. Ja, ich kenne auch jemand anderen. Die Ja. Bambus, das war mein Lieblingsteleporter hier drüben. Zur Seite. Ja, und so farblich wollte ich das dann so ein bisschen, habe ich halt weiß und gold genommen als Thema. Ja, Mal was das ganz passt anderes. auch teilweise zu den Lebenden, ne? Ja. Sind das. Ja. Deswegen mal ein bisschen Kommt gut. variieren. Und teilweise die Wände auf der anderen Seite sind das sogar Fünffachwände Ach hintereinander. du Scheiße. Also, ist Fummelei, aber es sieht cool aus am Ende. Ja, ich habe meine Base komplett offen gebaut. Das ist alles zugänglich. Und das ist im Prinzip das Lagerhaus, können wir mal reingehen, so die Lagerkammer, alles Langsamer. Mögliche. Kompakt. So. Ich würde hier Ja, ich durchdrehen. mag es immer mehr ein bisschen kleiner Kuschelig. als zu übertrieben. Genau. Das Das ist sind so im kuschelig. Prinzip die ganzen Tresore für den ganzen Kram. Ja, ich habe mir ein Design bei Easy geklaut. Die gute Lia, die kommt aus meiner Nähe. Ich muss mal aufpassen, wo ich einen Unfall baue, weil sie ist Sanitäterin. So. Das ist Bibliothek sozusagen. Mit unserem vermissten Tribe-Mitglied. Vermisst? Wieso, wo ist es Ja, denn? der spielt irgendwie doch immer was anderes. Deswegen, den habe ich auf dem Server noch gar nicht gesehen. Von Julichen. Aber Kenny, der komm wohnt ja eh irgendwie nicht. ein Cowboy, ist wie mein Stammmitglied, das auch. Oh, okay, der ist halt mit mir verwandt, ne? Verwandte ist noch schlimmer. Nee, So. bin ich selber dran schuld, dass ich mit dem verwandt bin. Ich hab ihn Ach. schließlich mit meiner Schwester verkuppelt. Ich dachte, du hast ihn zur Welt gebracht. Das wäre jetzt auch. Nein, So. ich hab ihn mit meiner Schwester verkuppelt, den Guten. Ja, scheiße. Das ist die Kryokammer-Kammer. Die Man Kryokammer. sieht es. Genau, die Kryokammer-Kammer-Kammer-Kammer-Kammer. Man sieht es auf jeden Fall Platz. Ja, auch ja, das finde ich geil. Das gefällt mir. So ähnlich habe ich das auch. Noch Nur so dass ein. es passend zum Turm ist. Ja, das ist auch Platzsparen. Ja. Dann noch so ein bisschen. Eben. Und Deko. was du vielleicht noch nicht. Vielleicht weißt du es nicht, ich Guck weiß mal, da es ist er nicht. wieder. Hier hinter ist der Tech-Generator. Und den Den kannst du zieht einfach man mal nur durch den schwarz färben, Impuls. sodass dieses nervige blaue Leuchten Den nicht mehr kannst du blau ist, sondern zerfärben. einfach nur Ich so wusste gar nicht, dass pulsiert. du den färben kannst. Ja, Seit die wann geht Kugeln, das? die rumfliegen, die bleiben blau, aber dieses Pulsieren von dem selbst, das ist dann. Das macht dieses Blaue nicht mehr. Es ist halt einfach Ach so, schwarz, wenn du dieses schwarz fährst. Feld, das du dann manchmal hast. Ja, ich merke das schon, Genau, es dass nur ist noch ein die bisschen Punkte so leicht dezenter. zu sehen sind, aber sonst eigentlich. Ja, das hat halt hier voll rumgeleuchtet, das Blau. Und dann habe ich einfach mal einen Pinsel drauf gehauen und es ging. Dachte ich mir so, ja, easy. Okay, das ist wieder so Informationen, die Wildcard uns verheimlicht, ne? In ihren Patch Ja. Notes. Das ist Machen sie genauso mit den gerne. Kryokammern, die konnte man vor dem Patch im Menü färben. Du hast es aber, wenn du so aufgestellt hast, nicht gesehen. Jetzt siehst du Ja. es aber.
Ja, du kannst sie jetzt auch normal lackieren mit der Pistole und so weiter. Genau, deswegen haben wir das hier eigentlich für Deswegen. jeden, jeder, jede Person hat hier so ein Farbschema. Ich habe das Ach, das sind die Joker-mäßige. persönlichen Kammern. Ja, siehst du, ich habe Genau. keine. Ja, gut, jeder hat Ich noch bin ein ja Zimmer, alleine. so extra. Mehr oder Ja. weniger. Mein Ja. Schwager chillt ein bisschen auf entspannt. Wo bist du jetzt runter? Ja. So, das war's mit dem Haus. Eieiei. So. Bist du da? Und jetzt? Hier Ja, sind einfach noch ein ich paar bin hier Beete, wieder. weil ich hatte keinen Bock, ein extra Gewächshaus zu machen für fünf Pflanzen, die man so allgemein Das mal ist auch braucht. bei den Tech-Beeten auch völlig unnötig, finde ich. Ja, und hier Also gehst du aber mit Terry ran und gut ist mit Fleisch, bei ne? Luxusproblemen habe ich das gesehen, dass die da wirklich nur Dächer drüber hatte und dann habe ich drauf geguckt auf die Beete, die 500% so, was? Was? Ja, das reicht auch tatsächlich. Deswegen, also und dann noch ein Terry bei den Pflanzen hingestellt und abgefahren. Außer zweimal Ist drauf so. mit dem Terry mitten. Das ist super. Meine Base komplett so, versorgt sich komplett selbst. Ich war schon seit Monaten nicht mehr farmen, seitdem ich die Tech-Beete habe. So, das ist so ein bisschen das Hauptgebäude. Hier habe ich ein kleines Gimmick eingebaut für Faule. Paul, hast du eine Die Druckplatte? Tür geht automatisch auf. Hast du hier eine Druckplatte versenkt? Nö, das ist dieses Tech-Radius-Ding. Hä? Ach, der Sensor. Ja. Ah. Ach, okay. Okay. So, hier ist Das, nur halt dafür ist ist er ein also bisschen gut. Küche, das ist nicht wirklich aufregend. Hallo Kitty Cat. Hallo. Kuckuck. Die guckt auch zu. Wo bist du jetzt Ja, hin? hat Ach sie mir da. schon geschrieben. Ja. Da bist du. Das ist im Prinzip einfach das Gebäude, das ist die Küche unten, so ein bisschen die Spielerbehausung und Alfred. Wer ist da gar nicht Alfred. Alfred? Das ist Alfred. Ach so. Das ist Also. Steffis Pinguin Box-Dings, Pinguin. Wenn sie denn gerade da ist. Hier, hallo, guck mal, da ist ein Pinguin. Ja, wir gehen gleich noch in die Hölle bei ihr rein. Das ist. In die So, Hölle. ich zeig dir jetzt mal mein Zimmer hier, was ich mir eingerichtet habe. Die sind viel größer als meine. Oh. Aber ich über. Auch drei Wände hoch, weil dann kann man nämlich diese Scheiße hier oben so geil nutzen. Das finde ich Diese ganz Hände. cool, so Ceiling. Ach so. Ja, ich habe immer so an den Leisten meine Tech-Lichter dran gemacht. Da habe ich immer meine Beleuchtung dran gemacht. Ja, ich mag es immer so gern ein bisschen retro-mäßiger. Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die irgendwie hier Wandfackeln irgendwie an die Kante kriegst oder so. Bisschen schwieriger. Ja, das ist auch ein totales Highlight der Terry. Das ist nämlich der, den Schmitty, Grüße gehen raus, beim letzten Spawn-Event verloren hat. Der wurde ihm leider Ach, der weggeknallt. den. Ja, ich Ja, weiß, da war mein er ganz Giga hat ihn traurig. erwischt. Erinnerst du dich? Da bin ich wie Ja. ein gieriger Spacken sofort drauf zugegriffen, hab mir die Haut genommen. So. Naja. Ja, ich erinnere mich. Mein Giga hat ihn getötet. Ja, er weiß das nicht, deswegen Grüße gehen raus, Schmidt. Ich freue mich über die Und Leiche. ich habe extra noch Das. nachgeguckt, er hat leider nicht den Sattel drinne. Da, so eine Scheiße auch. Ich weiß nicht, siehst du die Bilder? Die gehen dann immer weg, Die Bilder? wenn du Ja, anders. Sind die bei dir weiß? die sind bei mir weiß, ja. Ja, du kannst ja Fotos aufnehmen mit dem Pinsel. Ich habe die im Ja, Prinzip alle genau, das mit weiß ich. Screenshots bemalt, die ich Das habe mal ich auf gemacht habe. meiner Tempest-Titanic damals auf dem anderen Cluster, die ich da gebaut habe, dieses Ja, das Monstrum. geht halt immer weg. So, jeder hat halt so hier oben nochmal einen Pornokeller. Pornokiller. Nett, nett, nett. Ach Das so. ist mein flauschiger Kuschelkeller mit Magnum. Falls ich mal, ne? Ja. Okay. Und hier hat nochmal jeder so ein bisschen Special Kuros für privaten Kram. Also Ja, ist und jetzt nochmal zum mein Keller. Weglegen Holz. Man kennt es ja. Ist nicht so hoch? Oh, da. Ich bin hoch. Nee, die Leiter wollte mich nicht lassen. Ja, ich merke das auch gerade. So. Zweites Zimmer, das geht schnell, das ist nämlich sehr spartanisch. Das ist von Jule und Alex. Die wollten eine Dulli-WG haben. Eine Dulli-WG. Okay, Dementsprechend, eine ja, Dulli-WG. dementsprechend ist sie auch tatsächlich eingerichtet. Hauptsache der Kamin, der muss hin. Der Rest ist scheißegal. Schade, dass man den Teppich nicht an die Wand hängen kann, weil sonst hättest du eine schöne Gummizelle. Den hätte Alex sowas von an die Wand gehängt, das glaub aber. Dann hättest du Der eine hätte wunderschöne sich hier eine Gummizelle. richtige Irrenanstalt draus gemacht. Ja. Ja, das Bett, das ist halt hier oben. Ja, naja. Ja, Okay, so, ja. dann Das lass uns jetzt mal in die pinke ist Hölle eher so gehen. mein Ich hoffe, Zimmer. du hast deine Augentropfen genommen. Achso.
gerade. Steffis Zimmer. Das war mir klar, dass jetzt die. Das war mir. Das geht doch. Wo ist jetzt das Problem? Also ich weiß ich nicht, ganz ich furchtbar. mag Pin. Ach, Ich Steffi, mag guck selber zu hier, sie hat Pinke-Tiere. nämlich was, ein cooles Gimmick, ich glaube, das weiß sie noch nicht. Guck mal, das ist ja ein Schaf, ne? Steffi hat Ja. nämlich eine Döner-Bratmaschine, pass auf. Eieiei. So arme Schaf. Das Schaf wird halt jetzt gegrillt. Steffi, ich lasse das einfach mal an. Das Schaf ist halt dann nachher tot, ne? Macht nichts, ne? Ist Döner. Ja, komm, wir machen es aus, das Ja, wird das ist der beste Killer. Geil. So, das ist der bunte Shit. Und natürlich das Highlight, das ist Yoshis Zimmer. Der ist ja auch bei uns im Tribe so. Ja, hab ich schon Der hat hier hinten mitgekriegt. seinen Drecksanbau gekriegt. Und Der Anbau. hier Es wurde auch noch extra angebaut. vom Schild her kannst du lesen, es ist auch eigentlich Kann ich sehr das? gut zusammengefasst. Das ist Black? Ja, Blark, das wohnt halt hier. Black. Und wurde entsprechend halt auch von uns liebevoll eingerichtet. Ja, mein Beileid. Ja. Alles klar. Muss sein, sonst kann man hier noch einmal rumlatschen. Hier habe ich dann, da muss ich irgendwie noch mal durchdekorieren. Hier ist eigentlich relativ spartanisch noch. Ja, aber muss man ja nicht unbedingt übertreiben. Ja, Sonst nee, sonst. ich hatte schon das Problem, weil ich zu viel, ein bisschen übertrieben habe mit dem Bauen und so. Und ich kam in meine eigene Base nicht mehr rein. Ich brauchte ein Gebäude außerhalb meines Renderungsbereichs von dem Teil, das ich überhaupt. Achso, hier, das ist so eine Scheiße, was du nicht hast. Naja, nur als Scheiße, ja, habe ich das. Spoiler Nicht. mal 1912% Damage. Alles klar. Ja, sowas So, auf der Power habe ich natürlich nicht. Aber ich bin auch nicht so Fan von Bodentieren. Ich finde, ja, macht Spaß, ja, aber so mit viel mit ihm zu tun werde ich nicht haben. ja, du kannst halt einen Giga wegficken, das finde ich ganz witzig. Das Ja, ist so also das mache die ich. Werke-Ecke. Werke-Ecke. Ja, ich fand schon dieses Genau. Türmchen eben lustig, als ich angeflogen bin. Ja, vor allem, das sind die Schornsteine links und rechts, da habe ich Gasquellen oben reingesetzt. Da siehst du, In dass die. die manchmal ausbrechen. Ah, ja, jetzt sehe ich es gerade bei dem einen. Wenn wir Dass gleich da nachmachen, dann oben siehst du es Luft raus. richtig, weil dann geben die richtig Ström. Alarm. Ja, bei dem einen sehe ich, da ist eben Luft rausgeströmt. Ja, sind so, die wechseln sich immer mal wieder ab. Wenn du nah genug rangehst, merkst du das Rumgewebe auch von denen. Ja. Und sonst, was ich noch ganz cool finde, ist hier fliegen wir auf die andere Seite, von der Seite sieht man es nämlich nicht so leider. Ich habe hier wieder mit der Wand ein bisschen rumgefancied. Ach so. Ich wollte nicht einfach nur eine Wand hinklatschen. Ja, das so. Ja, das, gut, das hätte ich jetzt aber auch gemacht. Ich hätte da auch irgendwas. So nackt die Wand, das hätte mir auch nicht gefallen, ganz ehrlich. Ja, na, Das ich war mal eine gute so ein Idee. fancy Muster draus gebaut. Ja, auch Fand ich hier ganz hinten der cool. Zaun. Das kommt gut Ja. miteinander. War gerade irritiert. Mein Bildschirm wird auch langsam mal wieder ausgewechselt. So, dann ist hier Oder hinten ich werde einfach eigentlich nur nur noch alt. die. Wir werden alle alt. Nein, So. wie sagte eine gute Freundin von mir immer, man wird nicht alt, sondern knackig. Na, und weise. So, das ist jetzt die Brutecke. Die finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen wie so ein Kolosseum gestaltet. Doink. Kannst du natürlich jetzt nicht reinhüpfen, weil, Ja, ne? aber ist nicht so schlimm. Ist schon. Das hat auch Du brauchst es so von außen wieder zu sehen. Thema Weiß-Gold. Ja. Das hat mal einen coolen Effekt. Hier sind noch Klimaanlagen drunter. Wenn du da Eier raufpackst durch dieses Schild, sind die ja nicht in deinem Tribe und dann fliegen die ja so katapultmäßig raus. Das war Ja, ziemlich lustig. das kenne ich auch, als ich noch auf Crystal gewohnt habe. Da hatte ich auch auf meiner Brutplatte und so öfters mal ein Schild an und habe dann vergessen, dass unten drunter die Haie die Kinder sofort Ja, rausflutschen wir aus der haben zwar Kuppel. Inkubatoren, aber es wurde darauf bestanden, dass die Babykanone wieder mit im Bau Ja. inbegriffen ist, deswegen gibt es die. Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist auf Zwillinge und Tralala, wenn man das einfach so hinlegt als beim Inkubator. Weiß gar nicht. Ich mache die auch mal da drauf. Beziehungsweise bei den Shadows habe ich ja eh keine Wahl. Ja. Wer hätte ich denn gefragt? Ach so, okay. So, jetzt wird es langsam dunkel. Ich gebe dem Ganzen mal kurz einen Schub. Jetzt macht das gleich extra nochmal dunkel.
Naja. Ich hoffe, dass demnächst auch mal mein Co-Moderator endlich mal Zeit hat. Für meine eigene Base, die ich auch noch vorstellen wollte. Naja, schon viele. Da kommt einiges auf mich zu, weil ich will alle schon, wenn dann schon alle vorstellen, weil die alle unterschiedlich gebaut sind. Und jeder jeweils eine andere Funktion haben. Hier die Helena, die geht mir auf den Keks. Die mache ich mal kurz Scheiße. kompakt. Verschwinde mal aus meinem So, Sichtfeld. was einem nämlich nicht unbedingt auffällt, wenn man es nicht weiß, die Bäume sind alle mit Techlichtern beleuchtet hier drumherum. Das heißt, dieses Lila, Blau und sowas ist alles mit Techlichtern gemacht. Ach so. Und jetzt siehst du nämlich auch die Gasfontäne hier spritzen. Ach so. Ups, umgedreht. Ja. Also ich guck, schön ganz schön am Rauchen hier. Dinger. Ja, gleich wieder losspritzen, sieht mal cool aus. Da links geht's wieder los. War eigentlich eine Und ganz gute Idee. Ich frage mich, warum das immer keiner gemacht hat. Hatte ich schon bei Crystal auf meinem Haus so. na, jetzt sind beide gerade aktiv. Na, ich finde den Effekt ganz cool. Du musst halt nur so hochbauen, dass du nicht, wenn du drunter herläufst, direkt vergiftet wirst, weil die reichen tatsächlich relativ weit. Ja, das ist wahr. Das ist mir schon aufgefallen. Deswegen habe ich versucht, immer die Abstand auf Abstand zu halten. So ein Ja, bisschen sonst habe dabei. ich halt alles an Bäumen, so was so da in der Nähe ist, alles immer so ein bisschen ausgeleuchtet. Ich Ja, gerade finde, wenn man ein so ein Nachteffekt bisschen. bei einer Base ist auf jeden Fall, muss sein. Ja, ich habe auch die Bei Lichter bei mir. den Techbeeten zum Beispiel lackiert. Die kannst du ja auch einfärben, die Techbeete. Na. Und Lagerhaus ist halt noch mit Fackeln noch mal drin überall. Ich denke mal, du bist auch jemand, der immer mit Gamma 100 spielt, anstatt das irgendwie auf Hälfte Nee, zu drehen. das tue ich noch nicht mal. Ich mag Nicht? das ein bisschen dunkler. Ich bin auch ein Ja, ich Nachtmensch, eigentlich also auch, ich aber es mag nervt den beim Tag nicht. aktiven Spielen in der Regel. Was Nee, ich bin ganz nur, nur, ich andere. bin nur, ich bin auf 90, glaube ich. Also ich Okay. spiele nur minimal runtergedreht, aber deswegen, Es also ist es geht aber auch noch. echt Map-abhängig. Bei Aberration hast du Ja. eigentlich nie das Problem, dass es mal zu dunkel ist. Und wenn du auf Ragnar bist oder Island nachts, du siehst halt nix. So, ich muss jetzt mal kurz, ich bin zwar im Stream, aber ja, die Space ist wirklich abgefahren. Aber ich habe hier noch eine nebenbei die Aufzeichnung am Laufen, die ich nochmal gleich pausieren muss. Oder beenden muss. So. Streamen kann ich ja weiter. Muss ich ja gleich nur noch vielleicht noch her, so noch ein bisschen zuschneiden. Aber auf jeden Fall die nicht zugeguckt haben, die konnten das jetzt, haben das jetzt nachgeholt, indem sie das die Aufzeichnung geguckt haben. Haha. Und von denen verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ciao. Yay.